Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Regionalnachweise im Herkunftsnachweisregister. Wir haben schon mal ein Video gemacht über Herkunftsnachweise, wo es ja erstmal um nichts weiteres geht, als den Ökostrom, der irgendwo in Europa erzeugt wird, zu kennzeichnen und dann diese Kennzeichnung, dieses Etikett handeln zu können über ganz Europa hinweg, über einen Energiebroker oder dann eben ganz direkt an einen Energieversorger. Und dann darf der in seinem Portfolio Ökostrom kennzeichnen. Auch wenn er vielleicht sogar nur fossilen Strom tatsächlich produziert hat, darf er dann dieses Ökostrom-Kennzeichen draufpappen und darf dann sagen, hey, ich habe hier Ökostrom in meinem Portfolio, denn ich habe mit diesem Herkunftsnachweis Ökostrom bezahlt. Das ist also eine Systematik, die ist interessant. Aber die sagt noch nichts über das tatsächliche Voranschreiten der Energiewende hier vor Ort. Denn, wie gesagt, kann ich europaweit handeln. Ein Herkunftsnachweis kann auch für Wasserkraft aus Norwegen oder für Sonnenenergie aus Portugal zum Beispiel ausgestellt werden. Und dann muss hier noch gar nichts vor Ort passiert sein. Um diese Schwäche jetzt auszumerzen, gibt es dann noch den regionalen Nachweis. Und der, wie der Name schon sagt, steht für Regionalität und tatsächlich für maximal 50 Kilometer um mein eigenes Postleitzahlengebiet herum. Ich werde euch das mal hier an der Seite zeigen. Es gibt beim Umweltbundesamt eine Seite, eine Maps-Anwendung, wo ihr selbst nochmal schauen könnt, was ist euer Postleitzahlengebiet und was sind diese 50 Kilometer drumherum, in denen so ein Regionalnachweis gehandelt werden dürfte. Und wenn ihr euch das anschaut, dann merkt ihr auch schon, was für einen Sinn jetzt dahinter steckt. Denn diese Regionalität, die ist bares Geld wert, natürlich. Denn so eine echte regionale Wertschöpfung hier vor Ort, das ist vielen Leuten natürlich auch was wert. Vor allem, weil die Energiewende dann auch dezentral greifbar irgendwo stattfindet und ich im Zweifel auch zu der Windenergieanlage, der Solarenergieanlage, der Bioenergieanlage hinfahren könnte und dann eben sagen könnte, alles klar, ich bezahle den Strom, der von hier kommt. Das ist natürlich was wert, weil eben natürlich auch die Stadtwerke, die regionalen Versorger vor Ort durch ihre Regionalität so viel Vertrauen genießen, weil die greifbar sind, weil ich die Kundenservice-Mitarbeiter im Zweifel vom Einkaufen oder vom Sportverein kenne, ist diese Regionalität, diese regionale Wertschöpfung natürlich auch etwas fürs Image und natürlich auch etwas für den Preis, den ich hinter einen Tarif schreiben könnte. Aber wie funktioniert das jetzt ganz genau? Ich bin jetzt Anlagenbetreiber und ich registriere mich im Herkunftsnachweisregister hknr.de. Als externer Besucher sehe ich weitestgehend nur die Startseite und so ein paar Verlinkungen für hilfreiche Artikel. Aber wenn ich mich registriere als Marktteilnehmer, zum Beispiel, wie gesagt, als Anlagenbetreiber oder als Händler oder als Versorger oder als Dienstleister, dann komme ich weiter rein. Und als Anlagenbetreiber kann ich jetzt eben sagen, hey, ich habe hier bestimmte Anlagen, die registriere ich erstmal im System mit diversen Stammdaten, die dahinter stecken. Und dann weise ich nach, dass ich hier Strom produziert habe, Ökostrom produziert habe. Dann kriege ich diese Nachweise gutgeschrieben. Wie gesagt, den Herkunftsnachweis erstmal europaweit, den regionalen Nachweis nur hier vor Ort. Und dann kann ich das Ganze handeln. Na, dann habe ich ein Erzeugerkonto, wo meine Nachweise gutgeschrieben sind. Und dann kann ich die jetzt verkaufen an, wie gesagt, einen Händler, einen Broker oder auch direkt an den Versorger. Der Versorger nimmt das dann in sein Portfolio auf. Der kann dann also nachher sagen, auf einer Rechnung an seine Endkunden kennzeichnet er den Herkunftsnachweis Ökostrom und bestenfalls auch noch den Regionalnachweis Ökostrom von maximal 50 Kilometer Entfernung. Und wenn er das dann gekennzeichnet hat auf seiner Rechnung, dann muss er in dem Nachweisregister die entsprechende Menge entwerten. Und dementsprechend ist dann eine Bezahlung an den Anlagenbetreiber gekommen. Der hatte eine Extravergütung für seine Ökostromproduktion. Und der Versorger wiederum, der konnte auf seiner Rechnung in seinen Tarifen nachweisen, hey, ich habe hier echten Ökostrom von um die Ecke. Und das ist im Zweifel auch noch den Leuten ein bisschen mehr wert. Das heißt, der Tarif kann vielleicht auch noch ein paar Euro am Ende des Jahres teurer sein als ein vergleichbarer Discounter-Tarif. Und dann haben im Zweifel auch noch die Kunden ein gutes Gewissen, weil Nachhaltigkeit und regionale Wertschöpfung, das ist dezentrale Energiewende vor Ort, super toll. Das Ganze funktioniert dann also, wie gesagt, so, als Erzeuger betreibe ich dort mein Konto, kann das Ganze mir entsprechend gut schreiben lassen vom Umweltbundesamt und hansel das dann rüber zu den entsprechenden interessierten Versorgern in deren Portfolio. Dann muss ich noch ein bisschen was beachten. Wie gesagt, ein Herkunftsnachweis kann europaweit
hergestellt werden. Ne? Also da kann es auch wirklich der norwegische Ökostrom sein. Und dabei werden volle Megawattstunden immer gekennzeichnet. Der Regionalnachweis hingegen, der ist wie gesagt von vor Ort, maximal 50 Kilometer weit darf der reisen und wird für jede Kilowattstunde gekennzeichnet. Das heißt, das ist auch schon für kleinere Anlagenbetreiber, für kleinere Anlagen durchaus lukrativ und interessant. Während der Herkunftsnachweis, und das war auch immer so ein Diskussionsthema, nur für Anlagenbetreiber in Frage kommt, die keine klassische EEG-Vergütung haben, das heißt weder die Direktvermarktung mit Marktprämie noch die klassische Netzeinspeisevergütung, sondern nur in der sonstigen Direktvermarktung waren, während das also für die Herkunftsnachweise sehr, sehr eingeschränkt war, kann ein Regionalnachweis auch für Anlagenbetreiber in Anspruch genommen werden, die mit einer klassischen EEG-Marktprämie unterwegs sind, also so eine Art von Direktvermarktung hier eben nutzen. Das heißt, das ist für eine ganze Menge auch kleiner Anlagenbetreiber durchaus eine interessante und lukrative Möglichkeit, um hier nochmal eine extra Ökostromvergütung bekommen zu können. Wie gesagt, für jede Kilowattstunde, die maximal 50 Kilometer weit reisen darf, ich kann auch in der Marktprämienvergütung sein und dann habe ich das Ganze bei mir gut geschrieben. Wenn ich mich einlogge in dem Herkunftsnachweisregister und Regionalnachweisregister, dann habe ich, wie gesagt, so meine Kontoübersicht, dann sehe ich die Nachweise, die mir jetzt zur Verfügung stehen, die nicht entwertet worden sind, dann kann ich die im Zweifel ja handeln. Und wenn ich jetzt die Rolle wechsle zum Versorger, dann habe ich das jetzt also eingekauft, habe das jetzt gut geschrieben bekommen. In meiner Kontoübersicht sehe ich jetzt hier die entsprechenden Regionalnachweise und kann das Ganze dann eben nachher auch entwerten oder muss es ja sogar entwerten, sobald ich das meinen Kunden gegenüber in Rechnung gestellt habe. Wenn ich das nicht mache, also wenn ich das jetzt einfach vergesse, dann laufen die auch irgendwann ab. Das macht ja durchaus auch Sinn, wenn wir über regionale Wertschöpfung sprechen und das Voranschreiten der dezentralen Energiewende vor Ort in Deutschland, dann muss das Ganze natürlich auch zeitlich ein bisschen gebunden sein. Wenn ihr mehr Infos dazu haben wollt, dann geht einfach mal auf die Seite vom Umweltbundesamt rund um das regionale Nachweisregister. Da gibt es eine ganze Menge an Infos in Textform, in Infografikform. Da gibt es dann auch komplette Foliensätze von den Webinaren, die das UBA dort geführt hat. Und im Weiteren gibt es da bestimmt auch noch Entwicklungen, die interessant sind und auch im Newsletter rund um das Herkunftsnachweisregister und Regionalnachweisregister bezogen werden können. Schaut da ruhig mal vorbei. Wir verlinken das Ganze natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Spannend ist also, wie gesagt, dass wir mit dem Regionalnachweis diese klassische Schwäche des Herkunftsnachweises dezimieren, nämlich die echte Regionalität jetzt in den Vordergrund noch mitstecken und damit eben tatsächlich erneuerbare Energie von vor Ort extra vergütet wird. Und das ist natürlich ein absolut sinnvolles Tool, um die Energiewende weiter voranschreiten zu lassen, vor allem die dezentrale vor Ort. Naja, habt ihr grundsätzlich erstmal Fragen zum regionalen Nachweisregister und den regionalen Nachweisen, dann gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Habt ihr ansonsten noch irgendwelche Ideen oder Anekdoten rund um dieses Thema, vielleicht auch zu den Herkunftsnachweisen, die ja schon ein paar Jahre länger unterwegs sind, dann auch gerne unten mal was mit hinschreiben. Ansonsten verlinken wir, wie gesagt, natürlich alles vom UBA, vom Umweltbundesamt rund um das HKNR und das regionale Nachweisregister. Schaut euch das mal unbedingt an, das sind wirklich sehr, sehr interessante Informationen auf der Seite des Umweltbundesamts. Okay, dann wie immer, like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos auf keinen Fall verpasst. Und wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.